Kleines Kinderzimmer-Update. Hier in der Ecke war ja eigentlich die Kuschelecke, die habe ich jetzt aber weggenommen. Erzähle ich euch gleich warum. Da unten in die Ecke kommt noch ein Toni-Regal hin und hier oben wahrscheinlich noch so Wolken von den Toni-Regal dann, für welche, die man nicht so oft benutzt. Die Hängematte weiß ich noch nicht, ob ich die da überhaupt stehen lassen soll. Das Klettergerüst steht jetzt hier in der Mitte und da haben wir auch diese Flauschi-Matte untergemacht. Finde ich auch ein bisschen schöner als die schwarze, muss ich sagen. Dann haben wir noch diese Rutsche hier dazu gekauft, die liebt er. In der Ecke bleibt das Bällebad und dafür habe ich noch so eine Garderobe gekauft, die da hinten hinkommt. Und an die Garderobe hänge ich dieses schöne Schildchen hier ran, finde ich richtig, richtig süß. Dann haben wir hier auf dem Boden auch einen neuen Teppich. Ich habe extra einen genommen, der nicht zu dick ist, weil wir Fußbodenheizung haben. Und der hat so einen richtig schönen Wollstoff. Dann haben wir hier hinten jetzt das Bettchen aufgebaut. Da fehlt noch ganz viel Deko und auch die Matratze. Die Schlange habe ich auch noch in länger bestellt, sodass die um das ganze Bett rumgeht. Dann habe ich hier schon ein Kissen gekauft. Hier noch so ein Sternekissen. Und das fand ich auch ultra süß. Hier vorne habe ich noch so eine kleine Tasche gekauft, die ans Bett kommt. Dann fehlen noch die Hausbettvorhänge und so weiter. Über das Bettchen will ich so Heißluftballons hängen, aber das zeige ich euch alles später noch, wenn das fertig ist. Diesen Teppich habe ich da auch neu gekauft, den finde ich auch richtig schön. Und dann habe ich hier seine Regale. Da habe ich jetzt auch schon das Spielzeug weitestgehend einsortiert drin und da kommen dann auch noch Beschriftungen und alles ran. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr es bisher findet.